Ja, auch ich habe auch mal eine Can-Am bei mir in der Garage. Und aber ich darf da nicht dran rumschrauben, weil ich ja bin ja Polaris-Freak, war. Und da unten schraubt ja auch der Besitzer. Ja. Wer bist du denn? Ich bin ich. Wie immer, wer fährt denn hier eine große Audi in Gold? Das ist der Sven. Und er möchte heute eine große Durchsicht machen. Ja, große ist übertrieben, durch die Ölwechsel. Also alle Flüssigkeiten wieder tauschen. Und da hat er hier was zu liegen. Und ich weiß, dass das jetzt gemein ist, Sven, aber warum machst du das denn? Weil ich Zeit habe. Hast du nicht noch Garantie und Gewährleistung drauf? Ich hab Garantie. Du hast Garantie? Ich hab Garantie. Und machst es selber? Ja. Ich will meine Werkstatt weder loben noch schlecht machen, aber der hat einfach keine Zeit. Und da sind wir so verblieben. Ventile macht er, Rest mach ich. Spare ich etwas. Ist aber auch eine ganz schöne Vertrauenssache vom Händler, wa? Dass er sagt, okay, mach du mal die Durchsicht und wenn du sie nicht richtig machst. Der kennt mich schon seit 8 Jahren, der weiß ganz genau, was ich fusche. Deswegen wird er das wohl zugelassen haben, ansonsten würde er das nicht machen. Also hoffe ich. Gut, ich halte euch auf dem Laufenden, ob hier alles so klappt oder nicht. Sven, du hast ja vorhin gesagt, Can-Am ist ja wartungsfreundlicher, wa? Ja, das, was ich hier mache, muss man nicht machen. Man muss diesen Unterfahrschutz nicht abmachen. Ich möchte aber, weil da so viel Dreck drauf mittlerweile. Ihr wisst, was ich mit dem Ding schon angestellt habe. Das ist noch human. Andere sind viel schlimmer. Aber irgendwann muss der Dreck ja auch mal raus. Und warum denn nicht jetzt, wenn man hier in so einem Loch steht? Außerdem ist das hier unten angenehm kühl, im Gegensatz zu da oben, wo Thomas steht. Ja, so eine Grube hat schon Vorteile. Wir haben nämlich hier den Kaffee zu stehen für ihn. Und hier oberhalb ist es so warm, dass der ja nicht kalt wird. Sven, wann willst du denn deinen Kaffee trinken? Wenn das ein bisschen kälter ist. Gut. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut und dann gucken wir nachher mal weiter. Weil Marek wäre heute auch noch kommen. Wir wollen nämlich noch was mit dem Blinkrelais machen hier, aber na gut, das ist ein anderes Video. Sag mal, Sven, was hältst du denn eigentlich blau da so hoch? Das ist eine Spritze von dir. Nee, das Blaue meine ich. Das Blaue. Blau ist keine Farbe, blau ist ein Zustand. Ja, und kippst du da jetzt drin oder was? Ja. Okay, das ist doch Getriebeöl, wa? Das ist mein Getriebeöl. Also nicht gucken, steht nicht drauf. Aber guckt euch mal die Farbe hier an. Guckt euch das an. Da. Alter, ey. Geil, oder? Der kippt blaue Flüssigkeit in sein Quad. So, jetzt haben wir schon 300. 300, okay. Motorenöl hat es ja schon mal. Motorenöl haben wir jetzt mittlerweile fertig. Welche Farbe hattet ihr gehabt? Rot. Okay. Ich hab hier voll den bunten Hund. Und das kommt jetzt auch noch hinten drin, wa? Das kommt jetzt ins Getriebe drin und ins Winkelgetriebe der Hinterachse. Und dann habe ich noch was für die Vorderachse. Aber da wissen wir noch nicht, welche Farbe die hat. Da sind wir echt mal gespannt. Vielleicht ist das ja grün oder so. Lasst euch überraschen. Kommt gleich, wa? Aber ich finde es jetzt schon geil, dass er so lange den Arm hochhält, bis es rausläuft. Wa? Wir haben ja eigentlich eine Spritze da, die kann man ja oben drin stecken. Und mit Gewalt drin spritzen, nützt man so. Der findet die Farbe so toll, der lässt es einfach langsam rinlaufen. Sagt er, schön geschmeidig, muss jetzt. Sag mal, Sven, was ist denn das eigentlich hier? Das ist mein Luftfilter nach 1500 Kilometer. Ist aber nicht original. Nee, original ist er nicht. Das ist schon immer ausgetauscht. Bei der ersten Inspektion oder nach der ersten Inspektion wurde ausgetauscht. Der originale Papier gegen einen Schraubstofffilter. Damit man den öfter sauber machen kann. Ich hab den immer angefasst. Ja, der ist eingeölt. Der ist nicht nur eingeölt, der ist ja eingemoddert. Nein, der ist richtig schön eingeölt, so wie sich das gehört. Stell mal vor, Thomas, den brauchen wir jetzt. Was ist ein Fehler? Das ist ein 5er Imbus. Was wolltest du haben? Ich wollte ursprünglich einen 4er haben, weil das noch cleaner aussieht, weil ich weiß nicht, ob die bei Can-Am sparen mussten. Das gibt Fahrzeuge, die haben vernünftige Ablassschrauben. Das ist jetzt eine Ausrede. Nee. Bei Can-Am haben sie gespart, da haben sie bloß Madenschrauben. Guck doch mal hier. Guck mal hier unten, da ist sie. Eine Madenschraube. Also, zumindest gehen wir davon aus, dass sie das ist. Wir schrauben die jetzt erstmal raus und gucken, ob da was rauskommt. Aber meinst du nicht, dass die Ablassschraube die ist? Nee, Thomas, meine ich nicht. Versuch was wert. Aber ja, mit Kennzeichen drauf hier. Das kennen sie doch sowieso schon alle. Aber wenn du das rausziehst, kannst du auch ablassen. Ja, aber nicht bis nach unten hin. Okay. Also jetzt machen wir das hintere Diff. Da kommt jetzt selbe Öhren wie im Getriebe, oder? Ja. Wie viel? Warte mal, steht hier an der Seite drauf. 250 Milliliter. Okay. Da haben sie wieder mitgedacht. Ich weiß nicht, ob bei Polaris das genauso ist. Aber hier bei Can-Am
Wahrscheinlich, weil die auch so eine tolle Schraube haben. Ich gesagt, und ich, haben sie extra drauf geschrieben. 75 W140, 250 Milliliter. Kann man ja nicht falsch. Steht da auch noch die Newtonmeterzahl dran, wie fest man die Schraube wieder macht? Nö, das steht nicht dran. Jetzt. Und weil, jetzt gucken wir mal. Finde ich eigentlich wichtiger, wa? Und da kommt Öl raus. Und wisst ihr, was ich eine Sauerei finde? Ablassschraube hier, aber nichts, wo es rauslösen kann. Rauslaufen kann? Rauslaufen? Rauslaufen kann. Normal, nichts. Nichts, wo es rauslaufen kann. Also schön über das Blech verteilen und erstmal schön alles vollsippen. Aber das aber sind doch keine 250 Milliliter. Das kennen wir doch aber eigentlich bei Polaris auch. Warte, die Triebeöl, da muss man sich irgendwie einen Kanal bauen, damit man das Öl irgendwie nach vorne kriegt oder da hinten. Aber wenn dir jetzt schon mal beim Tuesman gefallen, nö. Wir brauchen noch einen größeren. Wofür? Das ist ja die Füllschraube. Die würde ich auch gerne rausschrauben. Und das ist... Jetzt schätzt er wieder. Ich schätze mal 6. Ich guck mal. Gibst du da schon wieder so ein blaues die Lumpe drin? Ja. Weil wir hatten ja vorhin schon erwähnt, dass hier hinten im Winkelgetriebe das gleiche Öl drin ist wie im Verteilergetriebe. Jetzt überlegst du. Aber das Verteilergetriebe ist so gleichzeitig ein Normalgetriebe, oder? Ja. Okay. Und vorne hat nochmal eine andere Farbe. Vor? Haben wir noch nicht nachgeguckt. So weit sind wir noch nicht. Gut, okay. Servus, da ist er wieder. Was machst du da unten im Loch? Ich schraube hier gerade so eine Schraube raus und versuche dann mit Hilfe dieser Schüssel das Öl aufzufangen. Da musst du von hier vorne so unten drunter gucken. Ja, die Lampe stört. Warte. Wir sind doch einsatzbereit. Hier unten habt ihr so eine kleine, klitzekleine Schraube. Die ist übrigens mit einem Nullring abgedichtet. Die ist also nicht wirklich fest. Oh, sieht sogar sauber aus. Das ist aber sauberes Öl. Oder ist das Wasser? Nee, das ist Öl. Also das soll Öl sein. Okay. Die Schraube ist auch wirklich nicht fest. Muss ich auch nicht. Nö, reicht ja. Mit einem O-Ring drin brauchst du bloß. Okay. Da kommt jetzt ein halber Liter raus. Also Rohrpause. Probe aufs Exempel. Mal sehen, welche Farbe wir jetzt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also Rot und Blau hatten wir schon. Was haben wir jetzt? Grün! Grün! Exakt, da fehlt nur noch Grün. Wie viel muss da jetzt drin? 500 Milliliter. Okay. Laut Werksangabe. Okay. Sieht schon schön grün aus, ja. Dann bist du ja soweit durch, wa? Öle sind denn soweit gewechselt. Dann heißt es, alles wird zusammenbauen. Das ist ja alles nicht so einfach. Naja, gibt Schlimmeres. Ja, dann nehmen die Quatschhersteller sich alle nichts. Das ist eine wahre Pracht, hier zuzugucken. Nimmst du schon wieder auf? Ja. Stehen auch immer vorhin so leichter rauszunehmen. Aber ist ja eigentlich so nicht gedacht, oder? Ich weiß es nicht. Bei den kurzen Varianten machst du einfach zack, zack, ist raus. Aber nein, der Fröhlich muss sich ja eine Max-Kurven. Mhm. Das ist mir dran. Wie gesagt, das Stückchen. Das obere, Verkleidung, das Stückchen ist jetzt länger. Der wollte ich weiß nicht, warum sie das im Video immer rausschneiden, weißt du? Hm. Aber eigentlich machen wir doch auch immer. Und dann ist sie wieder drin, oder? Ja, mach den mal. Also. 1, 2, 3 und fertig. Du kannst zaubern, Sven. Von wem hast du die gelernt? Von dir. Bis zum nächsten Video. Sven, wie macht man?